Hallihallo und herzlich willkommen zum 20. Teil von Banjo-Kazooie. Und wir sind in der immer noch leider auf der Rusty Bucket. So heißt dieses Schiff. Rostiger Eimer zu Deutsch. Und was gibt es dort? Außer Rost, Ölpfützen, gefährliche, brutale. Und jede Menge Dinge, die uns umbringen wollen. So, den werde ich erst auf dem Rückweg einsammeln. Da habe ich jetzt nämlich keinen Nerv zu. Oh Gott. So, da kommen wir jetzt noch nicht. Doch, könnten wir rüber. Aber ich gehe jetzt erstmal hier rum. Das ist sicherer. Warten, bis es langsamer wird. Noch Noten und da sind noch Noten. Aber holen wir jetzt erstmal das Jiggy, das ist zum Glück nicht hinter irgendwas versteckt, was uns umbringt. Ich weiß ganz genau, wo das letzte ist. Nicht hier drin. Aber wir müssen hier noch ein paar Voraussetzungen erfüllen. Unter anderem brauchen wir sowieso die Noten gleich. Ach Gott, bitte. Es ist jetzt die letzte Szene. Lassen wir es noch einmal kurz schnell laufen. So. Ich schwitze hier wirklich wie sonst was. Ich probiere es jetzt über diesen Weg. Ja. Jetzt dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen. Sehr gut. Gut, das hat soweit geklappt. Ihr wollt mich doch wohl verarschen. Ein Zeitlimit auch noch dafür. Ich glaube, es hackt. Nee, da warte ich jetzt erstmal noch und sammle den Mumbo-Schädel noch am Anfang ein. Oh, die haben wir jetzt ganz gestoppt. Vorne eigentlich noch was zu holen. Ja, ist auch noch ein Mumbo-Schädel. Ika-Buka. Ja, gut. Das nächste Level ist wirklich wesentlich schöner und auch nicht ganz so lebensbedrohlich.
Ja, und das war's. Gott sei Dank ist alles noch gut gegangen und wir haben alle Noten bekommen. Aber ihr habt jetzt einen Tod von mir erlebt. Machen die kurze Pause auf. Weiß nicht. Warten wir erstmal. Okay, es wird langsamer. Und die Zeit läuft erst beim zweiten. Ah, der Schalter ist wieder deaktiviert. Das heißt, die Dinger rollen einfach weiter. Das heißt, wir kommen da nicht durch. Wir müssen also den... Naja, Umweg ist es jetzt nicht großartig, aber... wir müssen schon da lang gehen. So, alles bereit und los. Lass mich noch einmal durchlaufen. Dankeschön. Das stoppt sehr freundlich. Ich muss nur schauen, dass ich auf die richtige Seite komme. Also vorne, wo der Delfin war, war ja nur ein Anker. Da sollen wir nicht hin, sondern auf die andere Seite. Heißt also in die Richtung. Abdampfen. Und hoffen, dass alles reicht. Es ist echt verflucht knapp. Kamera, mach keinen Fetz. Das passt sehr gut. Gestorben, aber wir haben alles, ne? Ja, gut. Zwei Tode mussten wir hinnehmen, aber es reicht. Weg, weg, weg. Ich habe keine Lust mehr hier zu sein. Das ist ein grausames Level, sondergleichen. Nie, nie, nie mehr. Hör auf mich anzuknabbern. Jetzt gehen wir in wesentlich schönere Gefilde. Hier von der Pelle. Das macht ja auch nix. Aber, mir fällt gerade ein, wir gehen vorher nochmal. Das können wir eigentlich gleich...
wir erstmal ein paar Wurzeln geschlachtet. Und wir kehren nochmal zurück zur Treasure Trove Cove und geben unseren, naja, Cheat, unsere Hilfe in die Sandburg ein. Nicht da unten, sondern ja, ja, ihr lauft ins offene Messer. Das hätte sie jetzt noch gesagt. Ich finde übrigens sehr schön, wie variantenreich die Sprüche sind. Also es gibt, weiß nicht, bestimmt 20, 30, vielleicht sogar noch mehr Sprüche, die sie drauf hat. Auf jeden Fall wiederholen sie sich nicht so schnell, es sei denn, man läuft wirklich ewig in dem Schloss rum. Oh, falsche. Weg mit dieser Krabbe wieder. Und dann geht's los mit, wo es geht, da hinten. Was ist T? Na da. Ha. Zwanzig goldene Federn. Puh, sehr schön. Was wirklich Cheats wären, das könnte ich auch eingeben. Ich weiß, es gibt nämlich auch Cheats, die man eingeben kann, die einem unendlich Eier, goldene Federn, rote Federn, Lebensenergie und Luft bescheren können. Und ich glaube auch unendlich Mumbo-Schädel gibt es auch. Jetzt aber auf zum Click-Lockwood. Ich freue mich schon so wieder, den Click-Lockwood zu sehen. Allein die Musik und... Er ist einfach schön. Auf geht's. Geradewegs in... den Baumstumpf. Das ist eine goldene Feder runter. Seht, hier regnet es. Wenn man hier rüber geht, Felder mit Bienen. Grillen zirpen. Hier fallen die Blätter. Und hier schneit es.
die Dinger. So. Und zwar müssen wir jetzt erstmal bei diesen Schalter hier drücken. Dann öffnet sich das Frühlingstor. Ja, also diese Welt ist echt fantastisch. Gehen wir einfach mal rein. Hier sind unsere Gegner im Robin Hood-Kostüm noch. Das können wir so nicht holen. Da geht's auch nicht weiter. Und diese Blätter sind noch viel zu jung, um auf ihnen zu stehen. Ja. Also bleibt uns der Weg hier durch. Ja. Machen wir alles irgendwann. Hier können wir nichts mitmachen. Okay, auch gut. Ach ja, diese Vögel. Die übernehmen hier die Rolle der Schleimschnecken der vorigen Levels. Weiter. Und hier sollten wir möglichst nicht reinfallen, das sieht dornig aus. Nein, nicht in die Richtung. Ach, hier kommen wir auch her. Na gut, gehen wir halt mal darum. Da ist Mumbus Schädel, aber... Da will er jetzt schon rein? Schauen wir uns erst noch ein bisschen um. Viele Venusfliegen fallen. Beziehungsweise Venusbären fallen momentan. Ach ja, so viele Möglichkeiten. Hingehen könnte. Das Level ist echt doch etwas größer.
Ich glaube, jetzt sollten wir durchaus zu Mumbo hindüsen. Geht's ja aber auch noch weiter hoch, oder? Moment. Schauen wir uns erstmal hier oben kurz nochmal um. Da geht's nur nach links. Oh, das sieht okay. Das können wir mitnehmen. Ansonsten ist hier nichts. Kommen wir da rein? Nein, kommen wir nicht. Sind wir schon ziemlich hoch, das heißt, es könnte, ein Aufprall könnte schon fast tödlich sein. Aber es geht noch höher. Noch mehr Mumbo-Schädel. Clement, da vorne geht's aber nicht weiter, oder? Nee. Nee, wir müssen tatsächlich da runter. Oh, der hat gar keine Bienen zum Schutz. Wie diese Dinger in der Luft schweben, ist mir auch ein Rätsel. Aber nehmen wir es einfach mal hin. Da ist der Sommerschalter. Gut. Ansonsten, da gehen wir gleich weiter. Ach, wie süß, Nabnut. Nabnut hatte dann... War Diddy Kong Racing war, glaube ich, zu vollkommen schon noch, oder? Jedenfalls war da bei Diddy Kong Racing war ja auch einer der Teilnehmer am Rennen. Neben Banjo. Der dann auch dabei war. Es gibt hier sonst nichts mehr. An der Stelle? Nee. Okay. Gehen wir hier weiter. Es geht immer noch höher. Und hier ist ein Ei. Oh je, wie süß. Na gut, lassen wir es schlafen. Es geht weiter hoch. Oh je, langsam wird es echt gefährlich. Beziehungsweise langsam, das ist definitiv tödlich, die Höhe. Gott.
wie diese Sprungkrankheit, dass wenn man denkt, man ist nicht sicher gelandet, dass man nochmal springt, weil führt das meist dazu, dass man im sicheren Tod landet. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Der Jinjo hat sich irgendwie nicht besonders sinnvoll hingestellt. Wir haben erst jetzt unser erstes Jiggy bekommen. Sonst ist hier nichts, oder? Sieht nicht so aus. Aus, als wären wir hier so ziemlich in der Baumkrone. So müssen wir nur wieder runterkommen. Wieder auf irgendeine Höhe kommen, wo ich gefahrlos runterfallen kann. Es tut mir leid, liebes Bienennest, aber ich glaube, ich muss dich zerstören, sonst kann ich nicht springen. Aber habe ich euch zu viel versprochen? Ist doch ein schönes Level. Okay. Das war wieder eine Höhe, die in Ordnung war anscheinend, oder so halbwegs in Ordnung. Gehen wir jetzt aber endgültig zu Mumbo. Na komm, das können wir jetzt auch noch gebrauchen, volle Energie. Schauen wir noch mal, was, ob irgendwas auf dem Mumbo-Schädel drauf ist oder dahinter. Ne, dahinter kommt man diesmal nicht. Ich weiß, das Video geht jetzt etwas länger, aber ich wollte euch hier die Chance geben, dieses wunderschöne Level zu genießen. Ein wenig. Das war's. Mal schauen, was wir jetzt werden. Eine dicke Biene. Na gut. Nehmen wir so hin. Was wir so als Biene noch in der Jahreszeit Frühling anstellen können, das, meine Freunde, erfahrt ihr im nächsten Video. Wenn ihr dabei bleibt, bis dann.